Nach Mario Land steht nun Pokémon Goldene Edition an. 2001 rausgekommen von Game Freak. Pokémon Gold. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Yo. Erstmal die Optionen. Na. So. Erstmal die Option. Texttempo 3. Der Rahmen. Ja, Rahmen. Sehen alle scheiße aus. Ja, so. Komm, nehmen wir den. Keine Zeit verlieren, wir wollen ein neues Spiel. So. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Momentan 11.57 Uhr. Das heißt 11 Uhr. Was? Tag 11 Uhr? Ja. Wie viele Minuten? 57, sagte ich doch gerade. Gut. Wow, 57 Minuten. Ja. Tag 11, 57 Minuten. Uah. Ich habe verschlafen. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Pokémon-Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Mein Name? So, wir nennen uns Latios. Nein. Latios müsste genau reinpassen. Yep. So, Latios. Perfekt. Nein, Ende. So, perfekt. Latios, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwartet tolle Dinge. Aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon. Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Ja, wir sehen uns, Professor Eich. Okay, wir schalten den PC ein und okay. Hier ist doch kein Item. Eigentlich ist hier doch immer ein Item. Oder war es ein anderes Spiel? Egal. Hier kommt erstmal unsere Mutter. Oh, Latios. Unser Nachbar Professor Lynch hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon-Com ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Bim. Pokémon oder einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfand als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch gar nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist es heute? Heute ist Donnerstag. Donnerstag, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Nein. 12 PM. In Ordnung? Ja. Geh nach Hause. Um deine Uhr auf SZ oder WZ einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja. Muss man nicht einfach den
Pokécom einschalten und das Telefonsymbol auswählen. Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Ja, sehr praktisch. So. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal hier hinter. Wer ist das? Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Piss dich. Okay. Unfreundlich. Gucken wir erstmal hier weiter. Hier ist wohl noch nichts so Außergewöhnliches. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Labor von Professor Lind. Latias, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Partner. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Wähle eins aus. Okay, wir sollen jetzt ein Pokémon auswählen. Nichts lieber als das. Ich hab's mir natürlich schon voll überlegt. Wir nehmen Karnimani, ja klar. Wir nehmen Feuerriegel, denn wir haben die Auswahl zwischen Feuerriegel, den wir nehmen werden. Karnimani. Es ist ein Wasser-Pokémon. Oder Endivir, das Pflanzen-Pokémon. Natürlich nehme ich Feuerriegel. Das Feuer-Pokémon. Ja, möchte ich. Okay. Latios erhält Feuerriegel. Und ja, ich gebe ihm einen Spitznamen. Und zwar nenne ich ihn Flamme. Mit einem M. Flamme. Flame. Ja. Ja, nenne ich ihn so. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Ist dein Pokémon verletzt? Solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen? Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jetzt derzeit anrufen. Jederzeit anrufen. Ja, hier. Okay, dann gehen wir mal. Und wer ist das? Latias! Ich will, dass du das hier mitnimmst. Okay. Dann gehen wir mal unserer Mutter das Pokémon zeigen, was wir haben. Wie lautet der Auftrag von Professor Lind? Das klingt nach einer wahren Herausforderung. Aber du kannst stolz drauf sein, dass sich die Leute auf dich verlassen. Yep. Und wie stolz wir darauf sein können. Okay, gehen wir raus. Gut. Durchs Gras. Und direkt in einem Pokémon-Kampf. Okay, den Pokémon-Kampf werde ich beschleunigen, da er langweilig ist. So, und wir bekommen EP. Wunderbar.
So. Dann geht es hier rum. So, hier runter. Und hier lang. Und hier hoch. Und hier ist so ein alter Mann, den wir nicht ansprechen wollen. Denn er zeigt uns nur hier die ganze Stadt und das ist sinnlos. Gut. Dann geht es hier weiter. Und schon wieder ein Pokémon-Kampf. Diesmal gegen ein Saftkorn. Komm her, Saftkorn. So, Saftkorn hat keine Chance. Er hat, glaube ich, auch keine Attacke, um mich anzugreifen. Von daher ist er down und wir erreichen ein Level up und erlernen Rauchwolke. Unnötig, aber okay. Bekommen wir jetzt hier drin auch etwas? Okay, wir haben Bären bekommen. So, dann hoch hier. Kann man da jetzt schon lang? Nein, die kämpfen noch, okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Hier hoch. Und ins Labor von Professor Pokémon. Hallo, du musst Latios sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Ich kenne ein paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie geben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Ah, du heißt Latios. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also, hab ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind für mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Pokédex 0817. Er erfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen hat oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Latios, ich zähle auf dich. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ich bin auf dich angewiesen. Ja, okay. Und was passiert jetzt? Ein Anruf von Professor Lind. Hallo, Latias. Es ist eine Katastrophe. Es ist nicht einfach. Schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein. Bitte komm hierher zurück. Okay. Ein Problem. Und wir können uns natürlich auch schon denken, welches Problem. Ja. Wir haben hinterm Haus von Professor Lind doch etwas gesehen. Hat es mit ihm was auf sich? Kann es sein, dass er daran schuld ist, dass Professor Lind Probleme hat?
Wer weiß das schon? Und bis wir dann jetzt zu Professor Lind gehen, werden wir den Part beenden, wollte ich sagen. Okay, jetzt ist hier noch ein Pokémon. Du hast ein Pokémon aus dem Labor, ey. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein Pokémon. Ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Okay, dann besiegen wir hier halt diesen möchte gern mit seinem Karanimani. Okay, wir haben jetzt unseren Flame nicht geheilt, aber das sollte nicht schwer sein, ihn trotzdem down zu kriegen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr vorlesen. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir hier ab und sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, freue ich mich auf positiven Feedback. Bis dann. Ciao.